Einen wunderschönen Sonntagabend, liebe Simracing-Freunde, ich wollte schon sagen, liebe E-Sports-Freunde, wir sind ja keine E-Sports-Liga, nein, sind wir nicht. Herzlich willkommen zum zweiten Lauf der Histo-Tourenwagen-Liga an diesem wunderbaren Sonntag hier vom Flugplatzkurs Diepholz. Ich glaube, ich wurde bis 1996 Rennen gefahren. Zumindest war das meine letzte Information. Ich hatte das damals irgendwann recherchiert. Und ja, wie gesagt, heute sind wir wieder da mit den Tourenwagen. Ja, wir hatten Diepholz mal als Finale der damaligen DTM-Meisterschaft, die wir vor ungefähr 2 Jahren gefahren haben. Und jetzt kommen wir hier mit den noch älteren Karren. Es ist gut besucht, es ist traumhaftes Wetter und wir sehen Daniel Dörr im Alfa Romeo Giulia. So, jetzt fehlt mir natürlich heute meine reizende, attraktive Co-Assistenz Michael Kiesel, der ist heute nicht mit dabei, der war beim letzten Lauf mit am Start. Ich versuche es auch so hinzubekommen. Ja, es sind, glaube ich, 12 Fahrer eingeschrieben für diesen heutigen Lauf. Es ist ungefähr genauso identisch wie letztes Mal, vor 2 Wochen. Da waren wir ja zu Gast. So, warte mal, ich muss hier mal ganz kurz noch umbauen, dass ich die Informationen auch habe. Ganz viele Fenster wieder offen, der Streamer. Ganz viele Fenster. Ja, vor 2 Wochen waren wir am Hungaroring mit der 88er Variante. Und hier geht es ein bisschen flotter zur Sache. Da ist wieder der Mazda mit der 242. Also nicht irritieren lassen, das ist nicht der Lancia. Ich habe das letzte Mal mir auch ein bisschen was anhören dürfen. Ja, aber das ist tatsächlich ein Mazda RX3 gefahren von Jascha Wankel und nicht von Joachim Jankel, wie ich es schon öfter mal erwähnt habe, sondern Jascha Wankel. Heißt, der Sportskamerad fährt hier derzeit auf die dritte Position, gefolgt von der Startnummer 59. Moritz Freddy Fredersdorf. Ui, quer geht mehr und da ist der erste Porsche auch schon im Reifenstapel. Fährt dann aber exakt wieder raus. Ja, und auch Jascha Wankel hat erstmal den Mazda im Grün abgestellt. Schön, schön dichter Rasen hier in Diepholz. So, es sind super Fahrzeuge mit dabei, unter anderem auch der Ford Escort 1600 bzw. 1600 pilotiert von Lars Kreutzmann. Auch der wieder mit am Start, wurde gefeiert schon vor dem Rennen, weil er in den Trainingssessions so wahnsinnig flott unterwegs war. Und wir sehen es auch, ja, ist nur knapp im zweiten Sektor hinter der Zeit von Dörr. Der hat mittlerweile die Bestzeit runtergeschraubt auf 1 Minute 10. So, zum Pucedere. Die Freunde, die heute das erste Mal mit zuschauen in dieser Histo-Tourenwagen-Liga. Qualifying ist über 15 Minuten angesetzt, sondern haben wir zweimal 25 Minuten Rennen. Und ich glaube, das wird brutal. Also, wie gesagt, ihr seht schon anhand der Schikanen, das ist spektakulär. Und jetzt Kreutzmann mit einer Verbesserung. Schau mal, die fahren fast zeitgleich. Dörr und Kreutzmann für Rubberdose Racing im Einsatz. Dann haben wir den Datsun mit der Startnummer 4. Das ist der Datsun 510, pilotiert von David Streng, der wieder mit am Start ist. 1:12:0 in der vergangenen Runde. Aktuell der 6. Platz, weil Matthias Pallenberg mit dem 99er Ford Escort sich da vorgeschoben hat auf die jetzt 5. Position. Nächste Marke, die hier im Rahmen der Histo-Tourenwagen-Liga mit dabei ist, das ist der BMW 2002. Und ich meine, man fährt da etwas in den Sonnenuntergang. Ja, das Auto pilotiert von Uwe Schlabe. Also man sieht schon hier relativ breit die Strecke. Hier wird er gejagt vom Porsche 911. 2,7 RS von Fredersdorf. Ja, die Lackierung kennen wir. Ja, der kommt da stark aus der Kurve raus. Schlabe derzeit auf der 7. Position. Bietet da jetzt Fredersdorf ein bisschen Windschatten, irritieren natürlich hier mit der Linie. Uiuiuiui. Da kommt er raus, da muss er erstmal das Auto wieder gerade setzen oder auf die Fahrbahn zurückbringen. Streng zieht da innen vorbei. Also das war jetzt nicht die beste Runde von Uwe Schlabe. War eigentlich ganz gut unterwegs, aber wir haben ja noch ein paar Minütchen. Werner Schleehecker unterwegs mit einer Renault Alpine 100 A110. Ist jetzt gerade zurückgefallen auf die 9. Position, weil sich der zweite dazu nach vorne geschoben hat. Auf die 8, das ist Christian Kohlsche.
auch der heute wieder mit dabei. Auch das letzte Mal schon mit am Start gewesen. Neu im Fahrerfeld, das ist die hellblaue Maschine. Ebenfalls eine Alpine A110, pilotiert von Stefan Günther mit der Startnummer 92. Gibt hier quasi nach längerer Pause sein Comeback beim Royal Racing Club. Und auch da werden jetzt die Lichter angeschaltet, denn es scheint finster zu werden. Und in der Box, da steht noch ein Alfa Romeo mit Franco Izzutti am Steuer. An der Stelle auch, lieber Franco, nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Hatte gestern seinen 28. Geburtstag, der gute Franco. Ja, so schaut er auch noch aus, der Schwabo Italiano. Also da hoffe ich, dass er ordentlich gefeiert hat. So, steht da noch in der Box, wird sich das Ganze mit anschauen, war auch heute schon mal im Renneinsatz. Jo, einer fehlt uns, den habe ich jetzt hier auch in der Liste gesucht und jetzt gefunden, das ist die Startnummer 98. Das ist Lukas Pfister, das ist der Doppelsieger vom Hungaroring, hat da die Konkurrenz verzaubert. Und jagt den da weltstark über den Körb drüber. Der Mann hat Rallye-Erfahrung. Der war im Citroën DMSB Süd Rallye Cup, glaube ich, unterwegs. Also, der weiß, wie man da umgeht. Jetzt schöner Drift hier vorbei an Uwe Schlabel. Also, Pfister ist derzeit der Meisterschaftsführer. Er hat 28 Punkte. Wer ist heute nicht mit dabei? Johannes Segschneider, der wurde beim letzten Rennen, beim Durchlauf 2 in Ungarn Dritter. Wir vermissen auch Matthias Pieper, der war das letzte Mal mit am Start. Das rostige Ding hat er dafür mir übergeben, als TV-Auto steht in der Box, kann sich betrachtet werden. Also Pfister versucht sich da mit dem Porsche relativ schnell einzureihen. Der war auch schon mal bei den Vorfahrten oder bei den Testfahrten bei einer 1.09. Also das ist so die Richtung, in die es gehen kann. Ja, lenkt er hier sauber durch die Schikane. Man darf da nicht zu weit rauskommen. Ist sehr spektakulär hier der Kurs. Und die Zeit bleibt stehen bei 1.11.3. So, Jascha Wankel fährt nochmal los. Hat sich nochmal einen alten Satz Holzreifen geholt, die hier eingesetzt werden. Da wird auch sauber gewartet. Franco Izzutti hier am Ausgang der Box gewesen. So, da war aber nochmal einer gestanden. Und das war nicht Lars Kreuzmann, der ist unterwegs. Ich glaube, Daniel Dörr war es. Genau, Daniel Dörr mit dem schneeweißen Alpha und dem grünen Streifen. Ja, auch der Marke Alpha sehr verbunden. Wer die Vita von Daniel Dörr kennt, der weiß, der ist grundsätzlich bei Alpha mit dabei. Die Anfänge ja im Rahmen der Community schon 2020 gemacht in einem Alfa Romeo Giulietta WTCR und hat aber auch gezeigt, dass er es auf anderen Marken kann. Ja, Brabham GT2 war da zum Beispiel mit dabei, da ganz große Erfolge auch gefeiert, die New Year IMSA gewonnen, auch auf dem BMW M2 vor ein paar Jahren schon mal die Cup-Wertung rund um Weihnachten Silvester für sich entschieden. Und jetzt geht er hier gleich auf die Zeitenjagd Richtung Pole Position. Lars Kreuzmann, 1.10.4 ist vorne mit dabei und Matthias Pallenberg hat sich da dazwischen geschoben. Jetzt auf die zweite Position in der ersten Startreihe. Ich habe es ja am Freitag schon erzählt, nicht mehr bei Sektor 3 unterwegs. Ist quasi frei am Fahrermarkt erhältlich. Wer also jemanden aus dem exotischen Belgien unter Vertrag nehmen möchte, kann das gerne tun. Der Mann ist flott. Platz 2 ja auch bei der Rallye. Ne, beziehungsweise den hat er ja noch gewonnen, den Lauf. Den hat er noch gewonnen auf der letzten Prüfung. War allerdings in der vorletzten noch Zweiter. Jetzt ist es hier wieder Platz 2, aber ich glaube, da wird er sich etwas zufriedener geben, wenn das am Ende so bleibt, weil eben mit Kreuzmann und Dörr hast du zwei absolute Raketen hier im Starterfeld. Und mal schauen, was der Rest so macht. Wir sind wieder beim Datsun. Mit Rasenmäher-Legende David Streng. Auch der mittlerweile mit Scheinwerfern unterwegs. Also ich guck mal rein ins Auto, ob es wirklich so finster ist. Nee. Aber das sind spektakuläre Bilder. Hier kommt man weit raus. Wir sind hier in Diepholz auf der Variante, die zwischen 1988 und 1991 gefahren wurde.
Ich glaube, in der Variante, die dann später kommt, war auch hier auf der quasi Gegengerade nochmal eine etwas härtere Schikane mit dabei. Ja, und gerade noch angesprochen, Dörr ist jetzt wieder zurück an der Spitze. Aber wir bleiben jetzt mal drauf, hier ab durch die Schikane. Da musst du aufpassen, den Boller nicht zu arg erwischen. Ja, hier das nächste Spielchen, da hebelst dir die Karre schon mal aus. Also ich weiß noch damals mit den 91er DTM Autos, da haben wir hier wahnsinnig tolle Bilder gehabt. Ah, heute nur bisher der Lukas Pfister da mal auf zwei Reifen gestanden und Fredersdorf ist jetzt schneller. Hat sich vorgeschoben in die zweite Startreihe vor Bayern Pfister. Nochmal eine Verbesserung. 1:10.616. Schnellste Runde bisher für Fredersdorf im 911er Porsche. Gehen wir nochmal auf die neuen. Stefan Günther. Auch der kennt sich ja mit historischen Fahrzeugen aus. Auch schon in anderen Communities die eine oder andere Veranstaltung mitgefahren. Jetzt hier mit dem A110 1:15.0. War aber hier auch schon mal bei der 1:13.2. Kann natürlich im Qualifying immer wieder sein, dass man dann irgendwo mal entweder einen Fahrfehler drin hat oder man wird aufgehalten von einem Kontrahenten, dass man da irgendwo aufläuft, weil vielleicht jemand auf der Outlap ist und noch nicht gerade Renntempo oder Qualifying-Tempo erreicht hat. Durchaus mir möglich. So, liebe Leute, ich hoffe, vom Sound her passt alles für euch. Der Chat heute noch relativ ruhig, außer der Franco, der da noch mit reingrüßt. Es ist Sonntagabend, ja. Es ist Qualifying. Ich glaube, die richtige Action kommt dann gleich, wenn wir reingehen in die beiden Rennläufe. Hinweis dazu noch, der zweite Rennlauf wird dann mit den ersten 10 in umgekehrter Reihenfolge gestartet. Das heißt, wir fahren hier das Qualifying für... Jetzt gleich Durchgang Nummer 1 und im Durchgang Nummer 2 werden dann die ersten 10 umgekehrt. Das heißt, der 10. startet als erster. Ah, da sehen wir nochmal dieses wunderschöne Auto im Bild. Der 10. startet als erster, der erste als 10. platzierter und Platz 11 und 12, die kommen dann in der Reihenfolge nach dem Ergebnis aus Durchgang 1. So, Stefan Günther auf dem Weg Richtung Boxengasse. Auch die ist tricky. Es gibt einen Pflichtboxenstopp. Auch das sei noch mit erwähnt. Pro Rennen müssen die Fahrer einmal hier reinkommen. Und ihr seht schon, die Einfahrt ist sehr spektakulär, wird auch spektakulär. Und natürlich auch nochmal für alle, die jetzt dabei sind, die jetzt erst zuschalten. Ich vergesse es immer wieder. Ich habe meinen Button noch nicht wieder aktiviert. Hallo, Freunde. Hallo. Das natürlich an alle Zuschauer, die heute Abend wieder mit am Start sind. So, wir haben da schon ein paar Piloten mit einem weißen P hinten dran stehen. Das sind die Fahrer, die schon in der Boxengasse hier stehen. Wir gehen deshalb nochmal raus auf die Strecke zu Christian Kohlsche. Mal schauen, ob es da noch eine Verbesserung gibt. Der ist kurz vor Startziel. Die zweite Linie ist die Messzeit. Hier bleibt es beim Platz 9. Der war auch schon bei einer 1:11.847. Christian Kohlsche, auch aus dem Berliner Raum. Dann haben wir Uwe Schlabe mit dem BMW. Startnummer 44. Und auch hier natürlich immer wieder auch schön zu sehen, das ist auch das, was wir auch fördern wollen, sind halt diese eigenen individuellen Lackierungen. Ja, wir sehen da dieses hellblau-weiße. Man könnte meinen, es sind die Farben der bayerischen Landesflagge, die der Uwe da trägt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus auf dem BMW. David Streng eben vorbeigefahren. Doch, da mal schauen, ob es noch eine Verbesserung gibt. So, wir haben einen neuen Führenden. Kurz vor Schluss, Qualifying ist durch. Und der hat die 98, kommt aus dem Team von Sektor 3 Racing und heißt Lukas Pfister.
So, ich muss bloß nur ganz kurz das Fenster zumachen. Also Pfister mit neuer Bestzeit und jetzt haben wir David Streng wieder zurück im Bild. Der ist genauso wie Werner Schlehecker noch auf einer schnellen Runde. Wir schauen, dass wir beide noch erreichen. Nee, Schlehecker, der steht gerade draußen. Jetzt ist es eigentlich nur noch Streng, der sich verbessern kann. Schlehecker, der noch mal kurz im Bild gewesen, der stand da rechts abseits der Strecke. Bleibt beim sechsten Platz. Zwar persönliche Zone mit 1:11:033 für David Streng. Mit dem Datsun 510. Auch ein spektakuläres Auto. Aber damit haben wir quasi ein Qualifikationsergebnis für Rennen 1. Und ich sage euch, das wird ultra spannend. Wenn man sich nur mal allein die Zeitabstände zwischen den ersten 5 anschaut, da hast du mit 1:10:02 Pfister jetzt wieder vorne auf der Pole Position. Dann Daniel Dörr, das waren auch das letzte Mal am Ungaroring die Blitzstarter, also da muss man generell drauf aufpassen. Und die hatten sich auch richtig schön gezopft, Pfister und Dörr. Dann Lars Kreutzmann 0,114, Palenberg 0,141, Fredersdorf 0,3, fast 0,3 dahinter. Und dann hast du einen David Steng, der könnte nur von der reinen Zeit her so ein bisschen die Pace für sich allein machen. Dann hast du Jascha Wankel auf der 7. Christian Kohlsche auf der 8, gerade noch vorbeigeschlupft an Uwe Schlabe. Und mit Schlehecker, Günther und Rizzuti auch noch 3 weitere Fahrer im Feld. Also 12 Fahrer, 12 Piloten, die hier diese beiden Rennen in Angriff nehmen. Ja, und deswegen wird es da tricky. Ja, wenn es da mal doch einen in der Boxeneinfahrt zerbröselt, dann haben wir hier wieder Spannung im Rennen. Gleich sehen wir nochmal das offizielle Endklassement dieses Qualifyings und da ist es auch schon. Also Startreihe 1 mit Pfister und Dörr, dann Kreuzmann Palenberg, das ist eine reine Ford Escort Reihe 2, die Reihe 3 dann mit Fredersdorf im Porsche und Streng im Datsun, Reihe 4 mit Jascha Wankel und Christian Kohlsche, der einzige Mazda RX3 im Feld von Jascha Wankel eingesetzt mit der 242, dann haben wir Uwe Schlabe und Werner Schlehecker in Reihe 5 auf den Plätzen 9 und 10. Und hinten haben wir dann Stefan Günther und Franco Rizzuti, die sich die 6. Startreihe teilen. Und dann haben wir die Fahrer, die heute nicht mit dabei sind, hier grau markiert. So, ich spiele euch noch mal ein bisschen Musik ein. Gleich geht's los. Also wir haben noch etwas Zeit. Ihr könnt euch gerne was zum Trinken holen, was zum Knabbern, ein paar Snacks. Wir sind in der Primetime. Und ja, wie gesagt, das nutzen wir jetzt aus. Ich wünsche euch viel Spaß. Melden uns gleich wieder vom Start zur heutigen Veranstaltung. So, 1:40 noch bis zum Start des ersten Durchgangs hier bei der Histo Tourenwagenliga. Das ist dann Rennen Nummer 3. Wie gesagt, Tabellenführer aktuell, der Mann im Porsche, der vorne auf der Pole Position steht,
Lukas Pfister von Sektor 3 Racing. So, den holen wir uns auch gleich her. Wenn es dann gleich reingeht in diese, wie gesagt, 25 Minuten Rennzeit, ein Pflichtboxenstopp muss absolviert werden. Und es ist für Chaos und Spannung gesorgt. Die Fahrer sind mit dabei. Es wird sehr, sehr spannend am heutigen Abend. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Ah, hier auch schön. Der Pilot zieht noch seine Kreise. Volles Haus in Deep Holes. Nein, es ist selten, dass solche alten Autos in meinem Rennbetrieb fahren. Hier ist es Schöne beim Simracing. Man kann sowas machen. Ja, das ist, da wird nicht allzu viel Geld rausgeschleudert. Und mal schauen, wie die Organisatoren danach zufrieden sind. So, 30 Sekunden haben wir noch. Der Countdown tickt. Ja, jetzt gleich, wenn wir dann das hören. Und ich bin echt gespannt. Also, wie gesagt, vor zwei Wochen hatten der Michael Kiesel und ich einiges zum Kommentieren. Wir hören es auch schon. Wir sind etwas weiter weg mit der Kamera vom Start. Deswegen sind die Autos auch so leise. Unser Auto da hinten ist raus. Und auf geht's. Pfister, Dörr, der Pfister kommt auch gut weg. Dörr auch dahinter ist dann auch Fredersdorf schon an fast die dritte Position vorgefahren. Schlechter Start vom Ford Lars, von Lars Kreuzmann. Der fällt auf die achte Position zurück. Da sehen wir Wankel, davor Kohlsche. Und Kreuzmann muss jetzt schauen, wie er sich da wieder vorbeidrückt an den Piloten. So, Fredersdorf schluckt da gleich Matthias Pallenberg. Dahinter auch schon David Schenk auf der fünften Position. Christian Kohlsche mit einem sehr, sehr guten Start vor auf Position 7. Und jetzt guck mal an, David Schenk, der versucht hier sich auch gleich an Matthias Pallenberg vorbeizudrücken. Aber der macht da clever erstmal die Innenseite zu. So, Kohlsche spät auf der Bremse, genauso wie Kreuzmann. Ja, das ist das Schöne, da kann man sich noch ganz spät vorbeidrücken. Und jetzt haben wir ja die Situation, dass da David Streng fast die beste Linie hat. Pallenberg vorbeigegangen an Fredersdorf. Da kommt Streng durch. Ja, man muss jetzt aufpassen. Wer kriegt die Schikane? Top. Ja. Nicht so gut von Fredersdorf in dem Fall. Muss da Christian Kohlsche ziehen lassen. Dahinter auch dann schon Jascha Wankel mit dem Mazda. Uwe Schlabe derzeit auf Position 11. Im direkten Duell mit Stefan Günther. Mit der Flunder. Der Stefan Günther. Mit dem Alpine und Wankel. Erstmal über die Wiese. Franco Izzuti mit dem Alpha. Ja, der kennt die Strecke. Ich hatte da jetzt gerade auch nochmal in den Chat reingeschrieben. Der braucht natürlich jetzt nochmal gewisse Zeit. Und vorne ist der Führungswechselerfolg. Dörr ist jetzt Bob Pfister. Aber bisher richtig schön spannendes Rennen. Streng ist jetzt neuer Dritter. Streng jetzt vorbeigegangen an Pallenberg. Und dann Kohlsche auf der 5. Lars Kreuzmann, auch der kommt da. Spät auf der Bremse, spät auf der Bremse. Der Matthias Pallenberg. Aber er ist vorbei wieder. Bessere Ausbeschleunigung dann allerdings vom Datsun. Ja, die geben sich jetzt richtig. Und Jascha Wankel mit Dreher. Beziehungsweise etwas weit rausgekommen in der letzten Kurve. Aber kann hier noch alles passieren. So, Pfister. Oh, wird nicht als Führender, oder beziehungsweise wurde uns als Führender angezeigt, aber da war mal wieder der Tower schneller als wir. Muss hier Anschluss halten am Alpha von Daniel Dörr, der hier wieder auf und davon fährt. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, Kohlsche gegen Lars Kreuzmann. Das Duell derzeit um Platz 5 mit dem besseren Ende jetzt für den Ford-Piloten. Kohlsche stellt sich da wieder an, aber guter Auftritt. Und da hat er ja einige schon gehabt. Also wer sich dann erinnern kann an den Pina Colada Cup, da war ja auch Christian Kohlsche gut unterwegs mit dem Vauxhall Astra. Und jetzt hier auch wieder bisher ein souveräner Auftritt. Die ersten beiden Runden sind absolviert. Wir sind in Runde 3 und hinten kämpft sich Moritz Fredersdorf vorbei an Stefan Günther. Also den hat es auch richtig böse mit dem Porsche erwischt. Der hatte eine 1,20 in der letzten Runde. Also da auch nochmal irgendwo Kollision, ich weiß nicht, kann sein, dass der auch schon in der Box war.
Kann ich mir aber jetzt vorstellen. Ja, also Fredersdorf weit zurückgefallen und da ist ein Matthias Pallenberg draußen. Geht er rein in die Box? Nein, zieht durch. Ui, schön. Ja, es passiert hier jede Menge bei den Klassik. Ja, das hatten wir auch schon bei der DTM 91. Dörr an der Spitze, dahinter Pfister. Dann haben wir Streng und Lars Kreuzmann. Der ist jetzt schon an vierter Position. Der war auch gerade schon mal neben Streng. Dann Kohlsche, Pallenberg und Schlehecker. Die sind wir da hinten. Da haben wir auch Werner Schlehecker im Bild. Wird verfolgt von Uwe Schlabe. Ja, es sind schon schöne Autos. Kannst du nicht anders sagen. Es sind ja jetzt erstmal 6 Rennen angesetzt. Mal schauen, wie es danach weitergeht. Weil wir natürlich auch immer so ein bisschen spekulieren. Volles Risiko von Werner Schlehecker. Den sehen Sie übrigens auch am kommenden Dienstag wieder, liebe Freunde. Und da ist Moritz Fredersdorf. Fredersdorf, der will beide kassieren mit dem Porsche. Zieht da außen vorbei. Sensationelles Manöver. Toller Dreikampf, den wir hier sehen. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wie gesagt, wir spekulieren natürlich auch darauf, dass jetzt irgendwann im Laufe des Jahres nochmal eine neue Rennsimulation kommen soll mit Assetto Corsa Evo. Also quasi einem Nachfolger des jetzigen Assetto Corsa, was wir hier sehen, liebe Freunde. Da ist allerdings noch kein Datum bestätigt, da muss man natürlich auch mal schauen, was kommt, wie die Infrastruktur ist mit Servern, mit Content, was ist da alles mit dabei, gibt es dann schon erste Mods, was passiert mit den Strecken. Oh, Fredersdorf hier nah an der Leitplanke vorbei. Mein lieber Schwan. Der Michael Schwan nicht dabei heute. Aber Fredersdorf mit der ganz engen Linie. Jetzt müssen wir schauen, was der Tower wieder sagt. Wir gehen mal ins Duell mit Streng und Kreuzmann. Auch die haben ihre Problemchen. Ah, jetzt sehen wir, dass Pallenberg von hinten schnell ranschießt. Gib mir den Pallenberg. Da ist er. Regie hat mich gehört. Ja, dann müssen wir natürlich schauen, ob es dann, wie gesagt, weitergeht mit der Histo-Tourenwagenliga. Also gibt es neue Fahrzeuge? Wie viele Rennen können wir noch ansetzen? Wird es anders in irgendwo integriert, das Thema Histo? Da gab es ja auch, das kann ich ja mal so aus dem Nähkästchen erzählen. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, die Autos am Start. Aber da gab es ja natürlich auch immer wieder die Situation, hey, wie schaut's aus? Ne? Haben wir da noch irgendwo die alten DTM, bringen wir die nochmal mit raus? Aber im Moment ist erstmal hier ein geiles Duell zwischen Pallenberg und zwischen Streng. Und dann profitieren davon Christian Kohlsche und hinten auch Moritz Fredersdorf. Der ist mit dem Porsche auch schon wieder auf die 7. Position gefahren. Der kommt daran. Kohlsche beschleunigt da mit dem Datsun sauber raus. Haben wir jetzt aber auch schon ein paar Stellen gesehen. Franco Izzuti steht in der Box. Sorry Chris, kein Thema Franco. Neue Autos, ich weiß es. Da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen. So, Uwe Schlabe ist jetzt, glaube ich, der erste Fahrer, der seinen Pflichtboxenstopp absolviert. Circa 8 Minuten gefahren gleich. Jawohl, der bremst sich daran, gibt dann gleich wieder Stoff, holt sich dann nochmal neue Reifen. Stefan Günther vorbeigefahren auf die 9. Position, der ja mit der 2. Alpine hier unterwegs. Und da kommt dann auch der Jascha Wankel. Letzte Runde 1,21. Schöner Drift. Ja, eher die Strecke. Diepholz ist nicht so das bekannte Pflaster, wird auch eher selten gefahren. Also gerade diese klassischen Strecken, es gibt ja auch mittlerweile Munsdorf. Schönes Ding. Gibt ja mittlerweile auch Munsdorf, Mainz-Finden, also so ein paar Rennstrecken von früher.
Aber Diepholz hat es da hier reingeschafft in die Auswahl. Ich glaube, Nürburgring Nordschleife ist dann das Finale angesetzt. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie es da ausschaut. Palenberg weiterhin auf der fünften Position, hat etwas abreißen müssen, zugleich aber auch einen Vorsprung rausgefahren auf Christian Kohlsche, der hier quer geht gegen Moritz Fredersdorf. Und Jascha Wankel, der scheint wieder zu stehen. Fredersdorf auf der sechsten Position und jetzt ist auch Uwe Schlabe hinten nah dran an Jascha Wankel. Also 1:35, die Rundenzeit, wenn ein Fahrer dann in die Boxengasse kommt. Ah, schönes Ding. Schiebt sich da vorbei. Vielleicht auch der Vorteil von neuen Reifen. Also ich kann mir jetzt auch nicht erklären, wie hier der Reifenverschleiß ist. Da habe ich noch keine Berichte von den Fahrern bekommen. Wankel hält dagegen. Und dann sticht Uwe Schlabe innen durch. Gelernt ist gelernt. Starkes Manöver von Uwe Schlabe an der Stelle. Und Dörr ist weiter im Führungsmodus. Ist natürlich auch die Frage, wie lange bleibt Daniel Dörr draußen mit dem Alpha, weil wenn er momentan reinkommen würde, würde er mitten im Verkehr des Mittelfelds auftauchen. Gilt natürlich auch für den derzeit zweitplatzierten Lukas Pfister, den sehen wir hier. Der mit dem Peugeot, mit dem Porsche versucht, hier irgendwie einen Anschluss zu halten, beziehungsweise wieder zu gewinnen. Und da hinten kommt dann auch der derzeit Dritte schon mit Lars Kreuzmann. Der zieht hier aber auch Zeiten fernab von Gut und Böse. 1:10:1. David Stengel und Matthias Palenberg, die fahren 1:11er Zeiten. Das ist Platz 4 und 5. Sind da auch gut unterwegs. So, wir gehen rein ins Cockpit von Werner Schlehecker. Der ist jetzt mittlerweile Siebter, ist vorbeigefahren an Christian Kohlsche. Upsala, das war die falsche Kamera. So sieht das Ganze aus einer Renault Alpine aus. Stefan Günther jetzt an der Box. Ja, das ist auch nur richtig fahren mit Kupplung, Handschaltung. Also nichts mit sequentiellen Schaltwippen oder ähnliches. Sondern hier müssen die Fahrer sich nur richtig konzentrieren. So, jetzt muss er aufpassen. Der Werner Stärker sieht da im Rückspiegel wahrscheinlich auch schon den Christian Kohlsche vorbeiziehen. Und jetzt hat er einen vor sich. So, das war eine Runde mit Werner Schlehecker. Palenberg und Stengel sind mittlerweile auch in der Box zum Pflichtboxenstopp. Und zwischen Kreuzmann und Pfister wird es enger. Da haben wir nur quasi als, ja, als Trennung den Stefan Günther daneben. Der weiß jetzt auch nicht, ob er da überrundet wird. Ja, lässt da fair in den Platz. Will natürlich auch nicht zu viel Zeit verlieren. Gegenüber den Kontrahenten. Also man fährt ja, selbst wenn man jetzt hier auf der 11. Position wie Stefan Günther unterwegs ist, du fährst ja dein eigenes Rennen. Du willst ja auch nur mal nach vorne rauskommen. Und bisher sieht es ganz gut aus. Stark über den Körper drüber. Und Pfister ist jetzt an die Box. Lukas Pfister in der 12. Runde reingekommen. Sehen wir hier. Rutscht vorbei an der Boxencrew. Nee, hat noch gegolten.
Pferdersdorf ebenfalls gerade reingekommen. Ja, die letzte Box, jawohl, da geht der Lollipop runter. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob das bei Lukas Pfister ein erfolgreicher Stop war. Das müssen wir schauen. Da müssen wir bis jetzt quasi Rennende warten. Ist rausgekommen auf der dritten Position. 2,7 Sekunden vor Christian Kohlsche. Aber der war ebenfalls noch nicht an der Box. Genauso wie Werner Schleerhecker. Und hier geht es anscheinend ganz eng zu. Fredersdorf hat durch den Stop, durch den wohl regulären Stop, wenn man anmerken darf, jetzt zwei Plätze gewonnen. Wo ist da? Ui. Verbindungsprobleme bei Fredersdorf. Vorbeigefahren an Streng und Palenberg. Da hat man bei Porsche wohl etwas schneller gearbeitet als bei den restlichen Teams. Wobei auch die Zeiten von Fredersdorf ja wirklich brutal waren. Also erinnern wir uns an die Stoppzeit von von Uwe Schlabers. Der war bei 1,35. So. Mal kurz hier meinen Föhn ausstellen. Und die Outlap ja, von Fredersdorf, die wird hier gar nicht angezeigt. So, und da stehen, glaube ich, das ist Stefan Günther, der steht... Ui! Absoluter Code Brown-Moment bei Lars Kreuzmann. Der ist weiterhin auf und davon, der fährt Superzeiten. Der wird auch trotz Stop wahrscheinlich vor Kreuzmann dann rauskommen. Aber das Ding war wirklich eng. Norm Pfister hat jetzt Wankel und Stefan Günther vor sich zur Überrundung. Ja, und da haben wir eben das Thema. Die fahren jetzt ihr eigenes Rennen und der Lukas Pfister muss schauen, dass er da schnellstmöglich irgendwie vorbeikommt an beiden. Ansonsten ist der Zug Richtung Lars Kreuzmann abgefahren. Ah, aufpassen, nicht in den Reifenstapel reinrutschen, weil sonst ist die Kiste kaputt. Aber statt jetzt wird mehr nicht drin sein wie Platz 3. So, bei Fredersdorf gab es Probleme. Der Fredersdorf ist jetzt zurückgereicht worden auf Position 11. Vermutlich, weil eben da mal ein kurzer Verbindungseinbruch war. Wir sehen Fredersdorf vor den beiden fahren. Der wird aber hier auf Platz 11 geführt. Hatte auch in der letzten Runde keine gültige Runde. Also wahrscheinlich den Verbindungswackler gerade da in dem Moment gehabt, als er letztendlich über den... Es gibt ja da auch so Sektoren, wo man durchfahren muss. Also das muss man sich wirklich vorstellen, dass da quasi auch... ja, man kennt es von so Sega-Rallye oder sowas, dass du halt gewisse Checkpoints durchfahren musst, die auf der Strecke hinterlegt sind. Und wenn der da natürlich einen Verbindungsabbruch an der Stelle hat, wo der Checkpoint quasi den Fahrer nicht erkennt, dann ist die Runde als ungültig. Und dann geht es dementsprechend nach hinten. So, David Streng verteidigt sich da weiterhin gegen Matthias Palenberg. Und auf der sechsten Position haben wir mittlerweile Uwe Schlabe mit dem BMW. Also dem hat der Frühstopp sichtlich gut getan. Fährt auch gute 1.11er Zeiten. Und jetzt haben wir Dörr ebenfalls in der Box. So, Stefan Günther, Jascha Wankel, das ist immer noch so ein Dauerbrenner-Duell. Da geht es quasi jetzt um die Pole Position im zweiten Durchgang.
Lücke ist da verwankelt und da kann er sich daneben setzen mit dem Mazda. Schönes Duell um die 9. Position. Schauen, ob der Stefan Günther da dranbleiben kann. So, das nächste Auto, was die beiden dann vor sich hätten, dazu müssten sie jetzt eine Dreiviertelrunde fahren, dann würden sie auf Werner Schlehecker treffen, der jetzt gerade in die nächste Runde geht. Ja, müssen wir mal schauen, ob der Tower da nur die Positionen schnell mal durchtauscht. Scheint so gewesen zu sein. Wankel weiterhin vor Günther. Schlehecker auf der 8. Position, eben mit einer 2.12.9. Der ist auf Platz 8 unterwegs. Nach hinten, wie gesagt, über eine halbe Minute Vorsprung. So. Hier ist es am interessantesten zwischen Streng und Palenberg. Und der Matthias Palenberg, der hat auch ordentlich zu kämpfen gegen Fredersdorf. Wie gesagt, der kriegt immer mehr Runden drauf, also da gab es tatsächlich ein Problem. Das kann durchaus sein, dass der im Nachgang dann noch nach vorne versetzt wird. Schöner Drift auf jeden Fall von Fredersdorf mit dem Porsche jetzt gerade. Wird aber, wie gesagt, hier weiterhin auf der 11. Position geführt. Also ich gehe davon aus, dass da irgendwas nicht gepasst hat mit der Verbindung und ist dann letztendlich durch einen Checkpoint gerauscht. Also das müssen wir im Nachgang uns nochmal anschauen. Ansonsten sind die Abstände relativ gleichbleibend geblieben. Größten Ambitionen auf einem Platztausch, die hat noch Palenberg. Der schiebt weiter Richtung David Streng an. Keine 4 Minuten mehr dazu Zeit, dass er da noch Platz 4 für sich ergattern kann. Noch die Zeiten, ja, die liegen alle rund um 1.11.5, 1.11.3, also ziemlich mittige 1.11er Zeiten. Und da qualmt es ordentlich am Escort. Kommt da Höhe Schikane auch wieder ganz nah ran. Mal schauen, ob er da Streng ins Leere bremsen lässt. Nein, macht er nicht. Streng macht ihn weiterhin zu. Macht das ganz routiniert. So, wieder hart über den Körper drüber von Matthias Palenberg. Pfister holt vorne etwas auf Kreuzmann, das müssen wir im Auge behalten. Da sind es 3 Sekunden und da gibt es die Kollision zwischen Palenberg und Streng. Und Nutznießer ist Uwe Schlabe, der schlupft vorbei, rechts außen. Wenn sich zwei freuen, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, in dem Fall Uwe Schlabe. Ja, da muss man jetzt natürlich wieder den Anschluss finden und wie gesagt, so viel Zeit ist nicht mehr. Zwei Röhnchen, die gehe ich davon aus, haben wir hier noch. Und Schlabe, der freut sich gerade. So, und da sehen sich, die stehen da schon wieder. Wieder Streng und Palenberg. Ja, die sind jetzt sehr lange zusammen Teamkollegen gewesen. Egal ob bei Reapers Zeiten oder zuletzt bei Sektor 3.
das bekommen die noch nicht so raus, ne? Dieses ineinander reinfahren. Nutznießer ist jetzt Christian Kohlsche. Den sehen wir auf der 6. Position. Und er bleibt auch dran, der Christian Kohlsche, mit dem Datsun. Also ich hoffe, ihr fragt mir jetzt nicht nach irgendwelchen Baureihen oder Jahrgängen, wann die Autos rauskamen oder gebaut wurden. Das kann ich euch leider nicht sagen. Aber sie gelten als historische Tourenwagen. Pfister mit 1.12.0, der verliert vorne wieder etwas auf Lars Kreutzmann. Ah, viel angreifen muss auch nicht mehr. Es sind noch 30 Sekunden, heißt unser Spitzenreiter, der müsste jetzt schon in der letzten Runde sein. So ist es. Und da bleiben wir auch gern an der Stelle mal drauf. Ja, ist ganz wenig im Bild gewesen. Daniel Dörr von der 2. Position losgefahren, relativ früh im Laufe des ersten Rennens dann schon rein in die Führungsposition. Und jetzt hat er nur noch quasi die Schikane vor sich und dann sehen wir dann auch den Laufsieg für Daniel Dörr mit dem Alfa Romeo Giulia. Da noch einmal durch und er hätte genügend Zeit. Kreutzmann ist noch nicht da, Pfister ist noch nicht da, aber da ist die Zielflagge für Dörr. Gewinnt hier dieses dritte Rennen der Saison und da ist Lars Kreutzmann auch. Der muss aufpassen. Der muss aufpassen, dass er nicht noch hier den zweiten Platz wegwirft. Und da kommt auch schon Pfister, der wird Dritter werden, hat weiterhin beste Meisterschaftskarten. Uwe Schlabe, der freut sich mega wahrscheinlich nach einem nicht so guten Start. Der kam ja vom Platz 11 anfangs des Rennens und hat sich dann mit dem Boxenstopp, ja, so à la Ferrari heute in Monza, einen Vorteil verschafft. Auch hier geht es nochmal hart über den Körb drüber. Und gleich nochmal, Rossa, Rossa. Wankel und Günther sind auch schon abgepfiffen worden im ersten Durchgang und dann kommt als nächstes, ja, Moritz Fredersdorf, plus 8 Runden, der wird hier nicht mal gewertet. Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch gleich im Endklass wo noch was steht, vielleicht, dass wir dann doch weiter vorne stehen. Streng auf jeden Fall auf der 5, Palenberg auf der 6, Christian Kohlsche wird Siebter werden und dann haben wir hier nur noch den Werner Stehek, auf den wir warten, mit der Alpine. Damit ist Durchgang 1 vorbei und wie gesagt, bei Fredersdorf, da müssen wir nochmal schauen, weil der wäre eigentlich ohne diesen Internetabbruch, ja, vielleicht wie gesagt, er kennt die Hauptsimulation oder Server noch, wäre der nämlich sonst auf der 5. Position. Da müssen wir wie gesagt noch warten, was uns das Klassement gleich meldet. Laufsieg geht auf jeden Fall an Alfa Romeo, an Daniel Dörr. Kreutzmann, der zieht da hinten nochmal ein paar Donuts für die zahlreichen Fans. Ja, die freuen sich natürlich. Die sind total begeistert. So, ja, Schawankel, auch der hat noch Spaß. Packt da vorne erstmal ein. Aber wie gesagt, das Thema mit Fredersdorf, das müssen wir uns definitiv nochmal anschauen. Denn der wird gar nicht mehr gewertet. Also wir haben die letzte Zeit aus Runde 11 mit einer 1.14. Also ich gucke mal, ob es da nochmal irgendwas gibt. Ich schaue mal jetzt parallel in den Server rein. Aber auch im Live-Timing wird der geführt mit, ja, Runde 11. Da gab es einen Verbindungsabbruch. Also das könnte ein Fall für die Rennleitung werden. Natürlich im Nachgang, dass hier der Server irgendwo ein Hiccup oder ähnliches hatte. Jetzt mache ich mal ganz kurz meinen Ventilator nochmal an. Etwas Frischluft für den Kommentator. So, David Schenk ist auch nochmal runtergegangen vom Server. Rennen 2 wird dann in Kürze gestartet, aber wir sehen jetzt erstmal Moritz Fredersdorf. So, da haben wir das offizielle Endklassement für diesen ersten Durchgang. Also Dörr, Kreutzmann und Pfister, das Podest haben wir gesehen. Dann haben wir Schlabe auf der 4, Streng auf der 5.
Fellersdorf, der zieht hinten nochmal alles Mögliche. Palmberg auf der 6, Kohlsche auf der 7, Schlehecker auf der 8, Wankel auf der 9, Günther auf der 10. Wie gesagt, Moritz Fellersdorf, der wird hier mit 11 Hunden gewertet. Die Porsche, ihr seht selber, die haben auch nochmal 5 Kilo Zusatzgewicht bekommen. Mal schauen, wie es da gleich aussieht im zweiten Durchgang und ob es dann halt von der Rennleitung nochmal irgendwo Punkte gibt. Ja. Von den Hinterreifen war nicht mehr viel übrig, schön Qualm aufgelöst, ja. Das kann ich mir vorstellen, das sah auch spektakulär aus. Fredersdorf, der nimmt das hier jetzt noch als Test mit. Ja, wie gesagt, der wird auch nicht vom Server hier irgendwie zurückgestuft. Das kann durchaus sein, dass wir das werten, wie wir es schon mal gehabt haben, dass dann der Moritz Fredersdorf gleich viele Punkte bekommt, wie eben der 5-Platzierte. Denn das war er eigentlich zur Durchfahrt. Also der hat ja auch dann vom Duell zwischen Streng und Palenberg profitiert. Wir sehen auch Daniel Dörr, der hat sogar, ja, ich glaube, bis fast Werner Schlehecker durchprofitiert. Ja, irgendwo hat sich da der Server verschluckt. Wir werden jetzt gleich das Bild sehen für die zweiten 25 Minuten. Wir warten, bis der Server umgeschalten hat. Eigentlich sind wir da schon in der Vorbereitungszeit. Ich weiß nicht, wo der steht. Der steht schon in der Startaufstellung. Moritz Fellersdorf, der fehlt. Der sollte vielleicht, wenn das jemand mitbekommt, nochmal rauf und runter vom Server. Ich glaube, das tut er auch gerade. Ja, dann haben wir eben die Startaufstellung für den zweiten Durchgang. Wir sehen in der ersten Startreihe Stefan Günther auf der Pole Position mit der Renault Alpine A110. Dann Jascha Wankel daneben auf der Innenbahn. Der hat den Vorteil, dass er wirklich innen sein kann. Mit dem Mazda RX3, den bekommt man auch schwerer weg. Dann haben wir Schlehecker und Kohlsche in der zweiten Startreihe. Ebenfalls nochmal eine Alpine A110 und der Datsun 510. Palenberg und Streng, die sich gerade ordentlich duelliert haben auf den Plätzen 5 und 6. Dann haben wir Schlabe und Pfister in der Reihe 4, die sind auf 7 und 8. Kreuzmann und Dörr 9 und 10 und dann haben wir ganz hinten eben noch den Porsche mit der Startnummer. Ja, was haben wir heute? 59, das ist das Auto von Moritz Fredersdorf. So, ich trinke nochmal einen kurzen Schluck, für euch gibt es nochmal ganz kurz Musik und dann sehen wir uns gleich wieder oder hören uns gleich wieder zum zweiten Rennen. Zum Start des zweiten Rennens hier in Diepholz. Ja, wir sehen, da hinten schlupft auch nochmal ein Fahrer rein. Das ist Moritz Fellersdorf. Der hat anscheinend wirklich größere Verbindungsprobleme. Ich hoffe, dass der nicht gleich auch noch aus der Startaufstellung hier verschwindet. Das wird nämlich gleich unser Fahrzeug tun. Der ist jetzt weg, 5 Sekunden vor Erlöschen der roten Ampeln. Und auf geht's! Guter Start von Stefan Günther, der kommt hier sauber weg. Dann Jascha Wankel, der sofort die Linie zumachen kann. Schlehecker sieht da auch noch die Möglichkeit und dann haben wir das Duell im Mittelfeld. Da geht es sauber durch. Kreuzmann ist schlecht weggekommen, schon wie im ersten Durchgang. Den hat es nach ganz hinten versetzt. Das waren jetzt nicht ganz so viele Positionen. Und Dörr ist bereits zwischen Palenberg, Streng und Pfister. Es gibt angenehmere Situationen. Pfister haben wir innen. Und da gibt es die Kollision zwischen Kohlsche und zwischen Wankel. Und da wird ordentlich geschoben.
Wankel kann wieder weiterfahren, aber der ist jetzt natürlich ans Ende des Feldes versetzt worden. Günther haben wir vorne weg. Oh, und da hebt den Uwe Schlabe auf der Leitplanke aus. Schlabe, keine Chance da auszuweichen und auch David Streng hat es erwischt. Wie hat er denn das geschafft, das Ding auf die Leitplanke zu bekommen? Matsuko, herzlich willkommen. Viel Spaß bei der TCL, bei der Histo Tourenwagenliga. Spektakulär, was ist hier los? Es gibt anscheinend Verbindungsprobleme. So, ich muss mal ganz kurz schauen, was da passiert. Aber anscheinend hat es den Sektor 3 Server zerlegt. Ja, die Fahrer werden hier abgepfiffen. Ich weiß nicht, ob es da nochmal einen Neustart gibt. Das muss ich jetzt gleich... Also ich werde wahrscheinlich gleich darüber informiert. Ihr seht erstmal ein Bild aus der Boxengasse. Aber die Serversteuerung habe heute nicht ich in der Hand. Das ist... Das sind die geschätzten Kollegen, die das Ganze auch mit aufgezogen haben. Also da nochmal ein Riesenkompliment an die Meisterschaftsplanung auch nochmal. An Matthias Palenberg bzw. an Maxi Stengel, die damit involviert waren. So, jetzt gucken wir mal, was der Sektor 3 Server macht. Der Herr Döhr ist auf jeden Fall da. Und wir warten auf weitere Instruktionen. Ja, mal schauen, ob es da gleich einen Neustart gibt. Oder ob der Server sagt, nee, heute Abend nur ein Rennen, weil es zu warm ist. Ich gucke. Guten Tag. Jo, was gibt's? Da hat's gerade irgendwas zerschossen anscheinend. Weil ich bin gerade nochmal runter und drauf und ich sehe, dass komplett alles verloren gegangen. Also, Qualifying ist nicht gefahren anscheinend, erstes Rennen ist nicht gefahren. Okay, wenn ich jetzt nochmal Restart Session klicke, dann wird er wahrscheinlich nichts machen, oder? Wahrscheinlich nicht, weil ich bin gerade drauf gewesen, ich war im Practice. Okay, das komplette Event hat sich gerade zerschossen anscheinend. Nochmal, ich guck nochmal. Restart Session. Ne, er gibt die 2 Minuten an. Ja. Und ich schau nochmal rein, ja, ob man noch irgendwas machen kann. Ich guck mal. Ich schau mal, was wir jetzt noch machen können. Ah, let me see. Weil der hat gar nichts übernommen. Also der wertet hier auch nicht den ersten Durchgang. Also im Prinzip müsstet ihr jetzt quasi nochmal Qualifying 15 Minuten fahren und nochmal fahren. Genau. Na gut, das ist die Frage, haben die Leute Bock drauf, ne? Also ich sag mal so, man kann das letzte denn nachtragen. Eintragen, ja. Ja, weil ich lese bloß hier gerade vom Kiesel im Chat Traditions, ja, Tradition, ne? Ja. Wir werden das mal kurz besprechen. Ich guck mal, was ich da machen kann. Ich blende das mal. Also mach mal du eine Abfrage bei den Fahrern, ob die sagen, ja, sie wollen es jetzt, weil anders können wir sie machen. Die würden jetzt quasi das komplette Prozedere nochmal durchziehen. Also komplett nochmal Event neu. Das, okay. Das Ganze, genau. Also ja, wenn wir jetzt nochmal starten müssten, müsste man das komplette Event nochmal fahren. Ja. Den Lauf könnte man wahrscheinlich noch irgendwie nachtragen. Das kriegert man hin. Ja, okay, alles klar. Genau, und dann sagst du mir Bescheid, ob ihr weitermachen wollt oder ob wir das quasi dann mit dem letzten Rennen. Ich ball mich. Alles klar. Sie hörten Matthias Palenberg. So, ich gebe jetzt nochmal ein wenig Musik drauf, dass das nicht ganz nicht so schlimm anhört. Schöne 70er Summer Vibe Disco Musik. Natürlich lizenzfrei, ist klar. Also wir warten jetzt quasi, wie sich die Fahrer entscheiden. Es ist 21 Uhr, es ist Sonntagabend, es ist viel los. Ich merke jetzt auch, dass hier einiges im Chat auf einmal abgeht, beziehungsweise sind mal ein paar Zuschauer dazukommen. Aber jetzt ist halt wirklich die Frage, ob ihr das Ganze nochmal fahren wolltet. Weil ihr müsstet jetzt nochmal ein Qualifying fahren, was schwierig ist. Manuell starten, schwierig. Dann Supermarkt-Simulator. Oh, da hat sich einiges getan beim Supermarkt-Simulator, weil das Problem ist, es ist heute Abend. Hier ist es schweinewarm und ich weiß nicht, ob das jemand sehen will. Also liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt erst dazu kommen, das ist nicht die Musik von Der Preis ist heiß. Hier wird nichts verkauft. Wir sehen in eine leere Boxengasse.
Ich finde die Musik gut, ne? So ein bisschen Begleitmusik für hinten dran, während wir jetzt da warten, was die Fahrer sagen. So, ich muss jetzt bloß aufpassen, dass jetzt die Musik da nicht irgendwo vorbei ist. Ne, das habe ich eben gemeint, so. Am besten ist der Flieger im Hintergrund, ja, der macht ein bisschen Show für die Fans. So, ich kann aber ja schon mal machen, Werbung machen fürs nächste Event. Also, Histo Tourenwagenliga, wenn heute nicht mehr gefahren werden sollte, haben wir dann am Sonntag, den 8.9. um die gleiche Uhrzeit, auf dem Norrisring 1950. Ja, das ist nicht die klassische Strecke, ihr seht zwar hier das Layout noch, aber ich glaube, da habe ich die Werbung nicht richtig synchronisiert, denn das gibt nochmal ein ganz anderes Layout vom Norrisring, wie man damals quasi Motorradrennen gefahren ist, also schön am Stadion vorbei und unter der Bahnunterführung durch. Und das würde gefahren werden. So, ja. Ich unterbreche ich mal kurz. Ja, gerne. Ich habe von den Dingen, also von den meisten Leuten leider die Nachricht, dass sie nicht nochmal weiterfahren. Okay. Dementsprechend denke ich, wir werden das Event canceln, so leid es uns tut. Okay. Dass wir von dem Event halt keine Punkte haben. Und wie du schon meintest, geht es halt am Norrisring dann weiter. Okay, dann weiß ich Bescheid. Den meisten wird es mit Arbeit morgen zu spät und dann... das wollte ich auch gerade sagen. Genau. Alles klar. Gut, Goodie. Tut uns leid, aber kommt halt vor, das ist leider Jashing. Ja, es musste uns irgendwann auch mal nach langer Zeit wieder erwischen. Ich glaube, das ist das erste Event nach über 2 Jahren. Ja. Genau. Ich gehe nochmal hoch, wenn wir hören uns später. Genau, so ist es. Alles klar. Alles klar. Sehr schön, gut. Bis gleich. So, dann bin ich quasi wirklich schon in der Abmoderation. Also ihr habt selber gehört, wird nicht wiederholt jetzt das Prozedere. So, ich mache nochmal ganz kurz hier die Musik, weil die nächsten 2 Minuten schon wieder um sind. Also, RRC Histo Tourenwagenliga geht weiter am Sonntag, den 8.9. Dann fahren wir auf dem Nürnberger Neusring mit denen Tourenwagenlegenden aus den 70er Jahren. Etwas früher geht es weiter am Dienstag. Und jetzt muss ich da den richtigen Banner bloß rausholen, den haben wir auch direkt vorliegen. Denn am kommenden Dienstag geht es nach Amerika. Road America heißt die Strecke und das ist dann Lauf Nummer 6, zweite Halbzeit des Porsche Carrera Cup Season 3. Mich erinnert gerade die Musik so ein bisschen an Mario Kart, ne? Das ist sensationell. Ne, Porsche Cup, Carrera Cup des MSC Wahlscheid Season 3 mit dem nächsten Halt Road America, 3.9. Also das heißt, kommenden Dienstagabend sind wir dann wieder mit am Start. Und bei uns dann, ja wie gesagt, 8.9. haben wir schon festgelegt. Wie immer das Gleiche, wenn ihr bei uns mitfahren wollt, dann haben wir den Punkt natürlich mit dem Discord. Ihr könnt gerne bei uns auf den Discord kommen. Seht dann, wann unsere nächsten Rennveranstaltungen sind. Ich kann schon mal darauf aufmerksam machen, wir werden die Werbemittel bzw. auch den Trainingsserver für die Johnny Blyfire Challenge morgen erstellen. Also der wird bis morgen Mittag wahrscheinlich stehen und dann könnt ihr da auch schon trainieren. Es wird gefahren mit GT4 und TCR in Multiclass. Das wird sehr toll. Erster Auftakttermin ist am 13.09. in Imola, San Marino. Das wird auch dufte. Also da geht es dann auch im Multiclass das erste Mal in die JVC weiter. Das ist quasi unsere Outdoor-Serie. Rallye werden die nächsten Termine auch terminiert. Da wird es wahrscheinlich jetzt dann weitergehen mit dem Rallye-Sprint Oberhallau. Und wie gesagt, alle Termine müssen wir jetzt mal gucken, weil eben im September auch noch einiges anderes ansteht. Von daher, so jetzt lassen wir die Musik nochmal anlaufen. Sind wir dann ganz fertig für den heutigen Abend. Aber wie gesagt, ihr seht jetzt erstmal im Bild den Termin des MSC Wahlscheid. Es gibt tatsächlich keinen Restart. Ja, also in der Fahrerbesprechung wurde eben mitgeteilt, dass, oder beziehungsweise abgefragt.
Und da die meisten Fahrer sich entschieden haben, wegen beruflichen Gründen morgen nicht mehr zu starten, gibt es keinen Restart. Also das war eine Abstimmung der Fahrer, da kann man immer jetzt irgendwo den Rennleiter Schuld geben dazu. Vielleicht denken wir es hinten dran, müssen wir mal schauen. Wir werden jetzt die nächsten Tage auch in der Orga natürlich wieder etwas mehr beraten. Wie gesagt, die Termine müsst ihr natürlich auch verstehen. Ich habe es ja gerade schon mal angekündigt, wir haben mit Assetto Corsa Evo ja schon einen möglichen Nachfolger im Petto. Und dich hat keiner gefragt, okay? Also es wurde oben jetzt gerade wohl nochmal besprochen. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch gemutet warst oder noch gefahren bist. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich saß die ganze Zeit leider hier unten drin. Nee, also wie gesagt, Termine ist momentan etwas schwierig, weil wir eben nicht wissen, wann kommt der Nachfolger. Ist es im September und Oktober noch verdammt viel los? Wir schauen jetzt quasi immer so alle 2-3 Wochen, wann die Renntermine sind und schauen, wie wir es befüllen können. Und dementsprechend geben wir das Ganze bekannt und natürlich achten wir natürlich auch darauf, dass jetzt nicht zu viele Rennen auch noch in den Wochen sind, wo eben der Porsche Carrera Cup vom MSC Waldscheid stattfindet. Sind ja mittlerweile auch bei uns einige der Waldscheid-Fahrer mit dabei. Also von daher müssen wir darauf achten. Guti, wie gesagt, ich lasse das jetzt mal hier eingeblendet. Vielleicht gibt es noch ein paar News. Wir werden das zumindest mal mit einführen mit den News und dann war es das quasi am heutigen Abend von der Histo-Tourenwagen-Liga. Ja, wie gesagt, etwas verkürzt. Jetzt geht auch die Musik durcheinander, das finde ich top. Also Porsche Carrera Cup, wir hören uns am Dienstag wieder. Jetzt mag ich auch meine Technik nicht. So, jetzt. So, das ist etwas angenehmer. Also, Dienstag wieder Porsche Carrera Cup Season 3 des MSC Waldscheid. Wenn ihr auch da mal mit dabei sein wollt, genauso über unseren Discord kommen. Und dann könnt ihr euch für das nächste Rennen dort mit anmelden. Ein paar Plätze sind immer wieder frei, also Gaststarts sind möglich. Von daher, ja, wünsche ich euch noch einen restlichen Sonntagabend. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann, wie gesagt, hören wir uns spätestens am Dienstag wieder. Ich hoffe, dass wir dann zahlreich dabei sind. Starterzahlen werde ich mir auch am Montag anschauen. Wie gesagt, alles weitere erfahrt ihr bei uns über den Discord. Gerne mit drauf joinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich. Schönen Abend noch. Euer Chris. Macht's gut. Danke. Ciao.